Online-Kurse, Seminare, Trainings und Lernvideos, wie auch Videos von Influencern, sind momentan voll im Trend. Doch es fehlt oft am nötigen Wissen, wie man solche Videos herstellt. So kursieren im Internet qualitativ sehr unterschiedliche und zum Großteil unprofessionell produzierte Videos. Es ist nicht ratsam, seine ungeschnittenen Videos, die man in seinem Wohnzimmer über Smartphone aufgenommen hat, einfach so ins Internet zu stellen. Hier wird der Qualitätsanspruch des Konsumenten stark unterschätzt. Demgegenüber kostet es kaum mehr Geld, wenn man den Hauptteil seines Videos in der hier beschriebenen Form eigenhändig aufnimmt und dann die Aufnahme im Nachhinein verbessern und nachbearbeiten lässt. So entsteht ein qualitativ hochwertiges Video. Heutzutage ist es möglich, sein eigenes Business mit einem Video über sein Smartphone zu unterstützen oder sogar aufzubauen. Die Auflösung der heutigen Smartphone-Kameras ist meist ausreichend, um professionell wirkende Videos herzustellen. Es erfordert nur einige Dinge zu beachten. Der Hauptteil, also die eigentlichen Videoparts, die mit einer einfachen Einstellung herstellbar sind, sollten bei Beachtung der hier aufgeführten Punkte kein Problem sein. Es gibt drei Möglichkeiten, seinen Aufnahmeraum einzurichten. Man kauft sich einen aufklappbaren Greenscreen oder Bluescreen. Die bekommt man günstig im Internet und stellt sie bei der Aufnahme hinter die aufzunehmende Person, sodass diese von allen Seiten vor dem Screen steht oder sitzt. Man sucht sich einen Hintergrund, der entweder eine völlig einfarbige Wand oder ein Tuch vor einer Wand ist und nimmt die Person vor dieser Fläche auf. Man sucht sich einen Hintergrund, der einem so schon gefällt. Hier sollte dann auch ganz bewusst das Arrangement der Objekte im Bild Beachtung finden. Man sollte auf die Farbgebung und auf sich überschneidende Ecken und Kanten oder Ähnlichem achten. Bei den ersten beiden Möglichkeiten ist das, was man im Bild sieht, nur insofern wichtig, als es eine einfarbige Fläche sein sollte und diese keine starken Schatten und dergleichen aufweist. Denn hier hat man die Möglichkeit, im Nachhinein jedes beliebige Bild, Foto oder Video dahinter zu setzen. So kann am Schluss ein sehr hochwertiges Video entstehen. In jedem dieser Fälle ist es am wichtigsten, optimale Lichtverhältnisse zu haben. Wenn man darauf achtet und das Tageslicht optimal nutzt, kann man auf teures Lichtequipment durchaus verzichten. Wie man ein optimales Licht erreicht, kann sehr variabel sein. Zu viel Licht kann eine Videoaufnahme überstrahlen. Schatten im Speziellen im Gesicht der aufgenommenen Person sollten besondere Beachtung bekommen. So sollte man eher vorher erstmal überlegen, wie man es gerne hätte und sich vorstellt. Es kann mit viel Schatten und starkem Kontrast interessant wirken oder mit wenig Schatten sehr schnell blass und kontrastarm erscheinen. Am besten ist es, sich für die Vorbereitung Zeit zu nehmen und nicht einfach gleich loszufilmen, sondern so lange kleine Testaufnahmen zu machen, bis es für einen passt. Meist wird die Wichtigkeit und Wirkung des Tons bei Videoaufnahmen unterschätzt. Der Großteil der Informationen, die bei einem Seminar, Kurs oder Lernvideo weitergegeben wird, geschieht über die Sprache. So sollte man vor der Aufnahme auch hier ein kurzes Ohr drauf werfen. Der Abstand vom Sprechenden zum Mikrofon sollte nicht zu groß sein. Das Mikrofon ist meistens im Smartphone integriert. Es ist wichtig, dass der Raum, in dem die Aufnahmen stattfinden, nicht zu groß und hallig ist. Es gibt eine einfache Methode, dies zu testen. Wenn man in der Mitte vom Raum steht oder an der Stelle, wo man die Aufnahmen machen möchte, kann man einfach in die Hände klatschen. Wenn es hallig oder blechern klingt, ist der Raum für eine Tonaufnahme so nicht gut geeignet. Stoffe, Möbel, Vorhänge, Teppiche und Holz sind alles hallreduzierende Materialien. Also, entweder kann man sich gleich einen möglichst kleinen trocken klingenden Raum suchen oder seinen Raum dementsprechend verändern und anpassen.
Man könnte zum Beispiel Stoffe oder Vorhänge um sich herum aufhängen. Diese Hilfsmittel können durchaus die Tonaufnahme positiv beeinflussen. Wenn man all diese Regeln beachtet, kann man ziemlich professionell aussehende Videos mit einem hohen Eigeneinsatz und wenig Kosten produzieren. Und nun viel Spaß mit eurem neuen Videoprojekt.